Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Kallebach. Wir sind wieder mal auf der Map vom Kalle und wenn ihr die letzten beiden Folgen ja gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir ja unterwegs waren in Sachen Ballen. Wir haben Silageballen, wir haben Heuballen gemacht und die letzten Ballen sind hier auf meinem Anhänger von Krone, auf dem Ballenanhänger und die bringen wir dann auch gleich weg mit dem Favorit 1515. Mit dem 515, so ist es richtig. Aber ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund, da läuft ein Motor. Und zwar ein John Deere. Ich habe einen Auftrag entgegengenommen. Und wir werden jetzt mal hier auf Ende des Monats, hätte ich beinahe gesagt, noch ein bisschen Geld machen mit einem Ernteauftrag. Es soll, jetzt weiß ich es gar nicht, Mais oder Sonnenblumen? Ich glaube, Mais soll geerntet werden. Und da fahren wir mal hoch zu dem Feld. Ist das größte Feld auf der Map, so viel ich gesehen habe. So, ist ein bisschen außerhalb. Jo, da müssen wir mal aufpassen. Und in der Zwischenzeit habe ich die Ballen soweit ins Lager gebracht zu den Kühen. Dort haben wir unser großes Ballenlager. Dort sind jetzt die Silageballen, die vor sich hingären und die Heu- und Strohballen. Und ich habe auch in der Zwischenzeit die Tierchen gefüttert, damit wir hier auf der sicheren Seite sind. So, jetzt müsste es gleich hier rechts reingehen, denn da steht auch schon ein weiterer John Deere parat, um hier in die Ernte zu gehen. Sehr schön. Und dann schmeißen wir das Ganze hier mal an. Sodele, die Motoren anwerfen. Und dann legen wir mal los. Jo, so, dann werden wir auch noch die Felder ein bisschen aufbereiten müssen, beziehungsweise die Grasfelder, da schauen wir mal, was wir an Dünger da haben, denn die Miste, die müssen wir auf jeden Fall noch in unseren Schrebergarten bringen, da ist soweit alles aufgebraucht und ich denke, da werden wir gar nicht so viel haben und ich denke, auch Gülle wird es gar nicht so viel sein, also müssen wir mal schauen, wie wir unsere Grasfelder gleich noch düngen im November, aber sobald wir hier den John Deere auf die Reise schicken, bringen wir noch die letzten Ballen hoch zu den Schafen. Ich habe mir gedacht, die Heuballen bringen wir mal hoch und damit wir dort auf jeden Fall auch Reserven haben für die Tierchen, die so ein bisschen ganz langsam vor sich hin Wolle produzieren. Also die großen Erträge sind da jetzt noch nicht zu erwarten. So, dann wie immer ein Vorgewende. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel waren es denn? 4, ja, das passt soweit, hervorragend. Ihr wisst ja, ich mache unheimlich gerne Mais und Sonnenblumen. Das lässt sich wesentlich leichter aus dem Innenraum her abarbeiten, weil man ja schön die Bahnen hat. Und da kann man wesentlich auch ein kleines bisschen zielen, hervorragend. Ja, und wie gesagt, wir werden noch den Rest der Miste wegbringen in die Schrebergärten. Und dann brauchen wir auch noch ein bisschen Saatgut für den Schrebergarten, damit wir auch da weiter produzieren können. Wasser ist genügend drin. Ja, und ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel im November zu tun. Das heißt, ich denke fast, das wird die letzte Folge sein, bevor wir dann groß in den Verkauf gehen. Ob das schon im Dezember sein wird, glaube ich jetzt weniger, denn für, ihr wisst ja, die rote Beete, die wir irgendwo noch auf dem Anhänger haben und auch die Karotten, die da noch parat sind, da werden wir wohl eher dann im Januar die besten Preise kriegen. Denn ich habe dann auch gemerkt, als ich ja die Ballen einsammeln wollte, so, dass wir gar keinen Anhänger mehr haben, weil die Anhänger sind ja alle belegt. Ne, wir haben ja einen Anhänger uns ausgeliehen für die rote Beete, wenn ich richtig weiß. Oder sind da die Karotten drin? Ich weiß es gar nicht. Und unser Anhänger, der ja in unserem Besitz ist, steckt voller Paletten mit Karotten. Ich glaube, so rum war es. Aber egal, wie sei es auch drum. Jedenfalls, alle Anhänger waren belegt und dann musste ich nochmal einen ausleihen. Deswegen schauen wir auch, dass wir zügigst jetzt gleich hier den Helfer losschicken auf diesem Feld. Oh, 41%, 3 Bahnen und wir haben 41%, also ist doch relativ guter Ertrag hier. So, sind wir am Ende angekommen. Prozent sind abgeschlossen, ja, das kann gut sein. So, nach hinten raus haben wir eigentlich Luft. 4 Stück, hier geht's wieder rein. Ja,
Ja, und wie gesagt, so viel gibt es gar nicht mehr zu tun. Das geht jetzt relativ zügig dann in den Winter und auch dann der Februar bzw. der März wird wohl relativ zügig durchgehen. Denn wir werden dann erst wieder richtig Arbeit haben, so März, April, wenn wir in die Aussaat gehen. Wo steht denn jetzt der Schlepper? Ah, da hinten sind die Bäume, alles klar. Ja, jetzt war ich doch ein kleines bisschen irritiert, weil hier auf der rechten Seite bereits die Straße kam. Sudele, die wunderschöne Map vom Kalle. Und wenn ich richtig weiß, müsste da ja noch was kommen dieses Jahr vor dem LS25. Jedenfalls ist es hier auf dieser Map so angekündigt, dass wohl nochmal eine norddeutsche Map vom Kalle kommt. So, wir schicken den mal los. Ja, der wird es schon hinkriegen. Ja, passt schon. So, dann schauen wir mal, wo ist denn jetzt unser Fendt? Ab die Post. Wir müssen hier den Anhänger leer kriegen. Da fahren wir dann am besten direkt durchs Dorf. Hoch zu unseren Schafen. Und dann schauen wir, dass wir das Material dort oben in das Ballenlager bekommen. Und los geht's. Ich muss ja zugeben, dass ich jetzt hier während den Folgen hier jedes Mal rübergeschossen bin und jetzt kommt auch tatsächlich ein Auto von links und auch von rechts. Das hätte dann wieder bös gescheppert. Jetzt sehe ich gerade, da ist ja auch ein Brunnen, wo wir Wasser holen können. Also der Fendt, der hat auf jeden Fall Spauts genug, um hier hochzukommen. Ich habe ja die anderen Ballen mit dem Deutz, mit unserem neuen Deutz hier auf dem Hof weggebracht. Und da muss ich sagen, ja, der hatte dann schon ein bisschen zu kämpfen. So, wie fahren wir denn jetzt hier am besten ran? Oh, und da hängen wir irgendwo. Ei, verbipsch. Ja, ich sehe nicht der Drehschemel. Jetzt fällt es mir gerade ein. Wir sind ja im Besitz eines Drehschemels. So, da kommen wir jetzt, da fahren wir natürlich gegen den Stein, ne? Ah, Mann, 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 Mann. Ach, da müssen wir jetzt auch noch durchfahren. Und da fahren wir auch dagegen. Ja, da kommen wir auch nicht rum. Hi, verbipsch aber auch. Ja, da müssen wir deutlich mehr ausholen, aber das ist dann auch nichts, merke ich gerade, weil dann haben wir ja Mods Winkel, um hier ranzukommen. So, jetzt aber hoffe ich doch, kommen wir hier um die Sachen rum. Ja, Dekomaterial ist schön, aber ja, komm, fahr hier einfach drüber, passt schon. Ich meine, das sind jetzt gar keine großen Geräte, aber hier muss man auch schon ganz schön fahren. So, dann schauen wir mal. Augenblick, nochmal ein bisschen vor und dann hier so rum. Dann schauen wir mal. Abladen. Und weg. Sehr schön. So, wo hat er die hingepackt? Nicht hier. Nicht da oben. Die sind jetzt hier. Sehr schön. Drei Ballen. Hervorragend. Das passt soweit. So. Ah, wir schalten mal kurz die Hilfe ein. Weil wir müssen Abladen beenden. Aber eigentlich ist es auch egal. Denn wir können hier den Wagen gleich wieder mal zurückgeben. So. Zack, zack, zack. Und dann tun wir uns auch deutlich leichter, wenn wir hier rumfahren. Dann erstmal wieder zurück zum Hof. Ja, da vorne seht ihr, da habe ich eine Markierung hingesetzt, weil ich habe nämlich unseren Güllewagen gesucht. Und ich hatte nämlich die Befürchtung, dass der in der Scheune steht bei den Kühen. Und ich kriege dieses Tor nicht auf. Aber da habe ich mich dann geirrt, weil der stand tatsächlich neben der Scheune. Und irgendwas steht da drin und man kommt da nicht ran, aber ist auch egal. Ich habe mein Güllefass gefunden. Deswegen fahren wir da jetzt auch mal hin. Und der Helfer hat einen vollen Korntank, das heißt, den können wir jetzt gleich abtanken. Sehr schön, zack. So, und wenn man jetzt hier reinschaut, dann sieht man auch, ja, die Hütte ist voll. Jetzt überlege ich gerade, wo hat er denn eigentlich die Heuballen hin? Ah, da oben. Okay, wunderbar.
Sehr schön. So, das können wir eigentlich wegmachen. Auch gut. Dann mal hier zum Abfahrer. Mit dem John Deere 6230 und Fliegel, gell? Jo, einem Fliegelanhänger. Das Rohr steht schon parat. Und der Helfer kostet uns natürlich Geld. So, den Rest kriegt er so hin. Dann können wir nämlich in der Zwischenzeit mal mit dem Deutz noch ein bisschen Mist holen. So, Dele, wie machen wir denn das jetzt wieder am geschicktesten? Oh ja, durchs Schild. Sind ja nur knapp 3000 Liter und da denke ich mir, da können wir auch schlicht und einfach hier mal schnell mit dem Deutz und dem Frontlader das Material holen. Und jetzt merke ich gerade, dass natürlich der Fendt uns vermutlich im Weg stehen wird. Ja, schauen wir mal, wie wir hier dran vorbeikommen. Denn mit dem Frontlader ist natürlich auch immer so ein Thema, da muss man ein bisschen die Augen offen halten. So, denn man hat natürlich einen ganz anderen Einschlag. Das dürfte aber sich so... Ja, das passt hervorragend. Okay. Dann können wir auf jeden Fall im Schrägergarten weiter produzieren, und zwar Erdbeeren. Wasser haben wir dort genug, aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Saatgut. Und ich denke, das werden wir holen mit dem Manitou, mit der großen Schaufel. Beziehungsweise, wir werden uns eine Palette holen. So, das müssen wir hier abkippen. Hervorragend, das passt soweit. Schauen wir mal rein. Produktion. Mist, 2000. Hervorragend, eine Runde habe ich ja schon hergebracht. Okay. Dann stellen wir den mal kurz zur Seite. Und springen zum Manitou. Der hat auch schon die Palettengabel, hervorragend. Und dann holen wir mal Saatgut. Jo, so, und wer jetzt nicht ganz so auf das Kleinteilige und auf dieses Micromanagement steht, Montagabend sind wir ja auf der Oberschwaben unterwegs und haben uns auch dort nicht für den Starthof entschieden, sondern, ich glaube, den Hof Eberhard, sondern wir nehmen den für das Big Farm Projekt eher geeigneten Hof, nämlich den Schellenberg, und dort sind wir ja voll zu Gange und haben Felder in der Größe von 4 und 5 Hektar und geben da ein bisschen Gas, was eben das Big Farm Projekt angeht. Also wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Montagabend im Livestream 2 Stunden immer die Schellenberg. So, was brauchen wir? Wir nehmen eine Palette Saatgut. So, ja, bevor ich jetzt wieder irgendwas Falsches mache, schauen wir noch mal rein. Ja, Saatgut. Zack. Einmal. So, hier ist immer ein bisschen duster. Eins muss ich sagen, der Kalle hat hier doch ein kleines bisschen schmal gebaut, als ich vorhin hier den Drescher abgeholt habe und wollte natürlich das Maisgebiss aufnehmen. Ja, da muss man dann schon ein bisschen rangieren, das Gebiss auch durch die Gegend schieben, also so ohne weiteres geht's nicht. Also wer hier größere Geräte dann auch wirklich kauft, bestellt, abholt, auch gerade für die Aufträge, ja, da muss man dann schon ein kleines bisschen rangieren. Also das ist jetzt wieder mal so der Klassiker, dass eben dann doch beim Händler nicht ganz so viel Platz ist für größere Geräte, und selbst dann, wenn auch schon allein wie hier für den Auftrag im Prinzip 4 Geräte stehen, dann wird es schon eng dort an der Stelle.
So, jetzt schauen wir mal, dass der das ja direkt übernimmt. So, wo kommt der Trigger? Nee. Jetzt, hervorragend. Also man muss auf jeden Fall bis reinfahren, oder? Ja, man muss bis reinfahren. Jetzt nimmt er die Palette komplett. Ich denke, ja. Sehr schön, die Palette ist weg. Oh ja, da wäre noch genügend Platz. Da wäre noch genügend Platz, aber ich denke, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Denn so schnell wird er ja nicht produziert. Dann können wir den Kollegen erstmal wieder auf den Hof stellen. So, am besten hier direkt vor die Tür. Haha. Dann schauen wir mal. Ja, die Eierpaletten. Wir springen mal hoch. Ja, schade, haben wir nicht gepackt. Sonst hätten wir den da oben gerade nochmal abtanken können. So, jetzt übernehmen wir das Ganze hier und machen dann nochmal ein Vorgewende. 61, okay. Und dann können wir nämlich den Drescher die nächste Bahn wieder hochschicken und gleichzeitig schon mal abtanken und die Fuhre hier wegbringen. Dann sehen wir mal, was wir dann auch übrig haben werden. Ja, ist schon ein größeres Feld. Oha. Ja, man sieht es immer schlecht. Die Straße. Ah, nee, da ist keine Straße. Okay. Okay, okay, okay. So, vier Stück. Hier müssen wir rein. Und den Helfer los. Und dann fahren wir mal mit dem 6230 wieder zum Abtanken. On the fly sozusagen. Obwohl ich sehe gerade 10.000. 25%. Ah, das ist der große Fliegel. Da passen, glaube ich, über fast knapp 40 rein, ne? Ja, aber der andere hat auch schon wieder fast einen vollen Korntank. Oh, da hat aber ein langes Überladerohr. So, dann schauen wir mal, wo wir das Ganze eigentlich hinbringen müssen. Agrarhandel Landmarkt. Ja, wo finden wir denn das? Den Agrarhandel Landmarkt. Wo müssen wir denn hin? Ah ja, da hinten irgendwo. Ah, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. So, sind wir fertig. Hervorragend. Ja, okay. Jetzt warten wir erstmal, bis der hier zurückgesetzt hat. Dann können wir das Ganze schon mal zum Verkauf bringen. Ah, deswegen bleibt er auch immer, oder? Da bleibt immer eins stehen, oder? Ah, nee, der hat es doch weggepackt. Okay, okay. Dann fahren wir mal zum Verkauf und bringen das erste Material weg. Das Ganze bringt uns so circa 3.500, wenn ich das richtig gesehen habe, abzüglich natürlich der Mietkosten.
Aber wir werden ja wie immer auch ein kleines bisschen verdienen. Ja, da kommt Verkehr. Und das Schöne ist ja, mit dem John Deere kann man wenigstens mal ein bisschen rechts rausschauen. So, jetzt müssten wir theoretisch gleich hier links fahren. Weil hier sind dann verschiedene Verkaufsstellen. Ja, das ist falsch. Ich merke gerade, es ist falsch. Da habe ich mich dann doch ein bisschen... Nee, wo führt denn uns das runter? Ach, zu diesem Teich, um Wasser aufzunehmen. Okay, also gut, dann fahren wir einmal hier rum und dann muss ich mich nochmal neu orientieren. Cool, schick. Ah, da unten ist auch ein kleiner, okay, Bootsanleger oder Bootshaus. So. Ja, hier ist, da ist eine Produktion, das wäre nicht der Verkauf und hier kann man auch abkippen. Ich glaube, das ist das Restaurant oder was ähnliches. So, jetzt müssen wir dann doch mal kurz in die Karte schauen. Ach, ist klar, ist beim Händler, ne? Ist beim Händler. Kommen wir ja wieder bei unserem Hof vorbei. Dann hier rechts rein. Kurz ein bisschen ausholen. Gegenverkehr haben wir ja nicht. Sehr schön. Ja, ein bisschen mit Schwung hier den Hügel hoch. Dann erstmal wieder hier abladen. 18.565. Ja, das müsste dann auf jeden Fall etwas mehr als 50% sein, denke ich. So, da sind wir richtig. Hier ist die Abkippstation. Ja. Abkippen hinten. Passt doch, oder? Ah, jetzt. Ah, da oben ist Kollision. Ja, das ist alles immer ein bisschen ungeschickt. So, und das war ein guter Treffer. 50% sind abgeschlossen, 51% sind transportiert. Ja, das hat doch wieder hervorragend geklappt. Gut eingeschätzt. Das ist halt das gute Auge des Landwirts. Das gute Gefühl, da haben wir es doch wieder im Urin gespürt. Und ich spüre, dass wir jetzt am Ende dieser Folge sind. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Freunde, wir sind hier voll jetzt wieder in der Action, auch wenn es jetzt aufs Ende des Jahres zugeht. Und wie gesagt, im Januar große Verkaufsshow hier bei uns mit den Karotten, mit der roten Beete und dann natürlich unsere anderen Erzeugnisse werden wir dann jetzt hier mal abstoßen. Und dann bin ich mal gespannt, was wir dann an Geld zur Verfügung haben für die nächste Saison sozusagen. Und dann schauen wir mal, wo wir ins Invest gehen, ob wir noch ein Feld kaufen oder doch das ein oder andere Gerät vielleicht verbessern, um hier noch ein bisschen effektiver zu werden. Freunde, das soll es gewesen sein für die Kallebach heute. Ich bedanke mich recht herzlich und bevor mir der Kollege hier reinfährt, setze ich nochmal zurück und wünsche euch schon mal einen schönen, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir auf dem Kanal.